Grüße aus dem Wald. Mein Name ist Alvo und heute möchte ich euch eine kleine günstige Hängematte zeigen, die natürlich in direkter Konkurrenz steht zu meiner Decathlon Hängematte, die ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt habe. Beides sind Low-Budget Hängematten, aber diese hier hat noch ein kleines Mückennetz dazu. Und ob sie was taugt und sich damit messen kann mit der Hängematte von Decathlon, das erfährst du in diesem Video. Hängematten sind ein tolles Tool, ein toller Ausrüstungsgegenstand, mit dem man sich im Wald es sehr gemütlich machen kann, solange man natürlich dünn genügende Bäume in fantastischem Abstand zueinander hat. Dabei hat sie natürlich den Vorteil, dass sie viel bequemer ist, weil man drin liegen kann als ein Campingstuhl, sowohl aber auch noch meistens leichter ist. Das sind so die Vorteile. Es geht kaum etwas über eine gute Hängematte, die man sich einfach an den Rucksack ranpacken kann, um zum Beispiel auch im Sommerpark zu chillen oder ähnliche Sachen. Das hat sich mittlerweile relativ rumgesprochen. Einer der Vorreiter war natürlich Amazonas, die wirklich sehr gute Hängematten machen, die allerdings auch dann im oberen Preissegment spielen. Warum sage ich rumgesprochen? Weil man bei jedem Decathlon mittlerweile solche kleinen Hängematten bekommen kann. Allerdings auch bei den meisten Baumärkten. Letzten Sommer war ich im Turmbaumarkt und habe dort ebenfalls Hängematten gesehen. Jetzt muss man natürlich nicht die Hängematte für 100 Euro zum Beispiel nehmen, die dann richtig fürs Draußen, Tracking und Schlafen gedacht sind, sondern vielleicht eine günstige, wenn man nur auf kleine Bushcraft-Touren ohne Übernachtung geht oder einfach mal nur im Park ein bisschen in den Seilen abhängen will. Diese Hängematte hier kostet knapp 20 Euro. Damit spielt sie im Low-Budget-Bereich, ähnlichen Preisbereich wie die von Decathlon, als aber auch die, die man in Baumärkten im Sommer kaufen kann. Wir gehen einmal die Daten durch zu dieser Hängematte und schauen einmal, welche vielleicht Vor- und Nachteile diese Hängematte verglichen mit ähnlichen ihrer Art in der Preisklasse mit anderen hat. Unglaublich viele Daten gibt es nicht. Diese, wie gesagt, befindet sich ungefähr im 20-Euro-Preisbereich, wiegt um die 700 Gramm mit Packbeutel, mit Haken etc. Dabei hat sie eine Größe insgesamt ausgebreitet von 260 x 1,40. 1,40 dann natürlich in der Breite, 260 in der Länge. Das Material wird mit Nylon angegeben und soll angeblich bis 200 Kilo aushalten. Also auch mich schaffen, während ich sozusagen noch Klamotten oder Wanderstiefel und ähnliches anhabe. Okay, die Vögel kommen zurück. Schön. Ich weiß ja nicht, wie bei euch es aussieht, aber bei uns war gar kein richtiger Winter hier im Norden. Vielleicht zwei, dreimal Schnee, aber das ist auch nicht liegen geblieben. Egal, das heißt, dass ich bald wieder eine Hängematte benutzen kann, vernünftig draußen im Park, wenn es wieder wärmer wird. Was natürlich zu beachten ist bei dem, was ich gerade gesagt habe, ist, dass man eine Isolation von unten braucht bei Hängematten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der gerne mal vergessen wird, dass von unten einem der Rücken kalt wird, selbst bei nur 10 Grad oder so etwas in der Richtung. Das ist einfach, weil das Material unten ja keine Bauschkraft hat und die ganze Zeit der Wind da lang pfeift. Das heißt, wenn ihr wirklich bequem auch bei unter 25 Grad sozusagen in der Hängematte liegen wollt, dann wäre es angemessen, eine kleine Isolation reinzupacken. Das ist nichts, muss nichts Großes sein. Also da gehen sehr einfache, sehr leichte Dinger, die da schon sehr gut helfen sozusagen. Also eine 200 Gramm aufblasbare Luftmatratze hat bis jetzt bei mir immer so ziemlich gereicht. Ein kleines Kopfkissen ist übrigens auch empfehlenswert, wenn man sich es richtig gemütlich machen will. Diese Hängematte jetzt hier hat auch noch ein Mückennetz. Das finde ich sehr praktisch, denn man kann sich somit im Sommer, wofür ja Hängematten im Originalzustand sozusagen gedacht sind, auch noch schön abschirmen von den Insekten, die einen wirklich sehr nerven können. Vor allen Dingen, wenn man sich an einem See chillt. Hier jetzt zum Beispiel ist nicht so viel im Sommer mit Mücken, wenngleich sie da sind. Aber natürlich, wenn man an einem schönen See ein bisschen campieren will, mit ein paar Freunden vielleicht, dann ist das schon durchaus nervig. Dieses Mückennetz kann nicht nur komplett zugeschlossen werden, weil es ja verbunden ist mit der Hängematte selbst, sondern dadurch, dass es oben Schlaufen hat, kann auch noch eine extra Schnur hier, sozusagen wo jetzt gerade mein Kopf ist, gespannt werden, um das Mückennetz noch mal ein bisschen höher aus dem Gesicht rauszuhalten, wenn man das möchte. Meine Frau zum Beispiel hat es sehr gerne mal im Sommer benutzt, um dann da drin in Ruhe lesen zu können. Na, ganz entspannt sich reinlegen, was lesen, während ich irgendeinen Unsinn vor der Kamera gemacht habe. Für 20 Euro bekommt man hier ein durchaus angenehmes
Produkt, was so zusammenpasst. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mich zum Beispiel etwas abschrecken gegenüber zum Beispiel einer Decathlon-Hängematte, die, glaube ich, knapp 25 Euro kostet, oder anderen Hängematten. Das ist zum einen die Aufhängung, die war nicht so schön bei dieser Hängematte, die habe ich ausgetauscht. Das war nämlich einfach nur ein dickes Seil. Das war jetzt nicht das Problem, ne? Man musste halt einmal knoten und dann hat man das so gemacht. Ich fand es aber angenehmer, mir andere Straps zu holen, die ich natürlich ebenso wie alle Hängemattenvorschläge, die ich für euch habe, unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Das war zum Beispiel ein Austauschpunkt. Es kann natürlich sein, dass ihr eine Hängematte, da gibt es verschiedene Modelle in dieser Preisklasse, gleich mit den richtigen Straps für euch findet. Nehmt da lieber welche, die eher so ein Gurtband, wie das im Auto haben, als Aufhängung, als jetzt vielleicht einfach nur so ein dickes Seil. Mein Tipp an der Stelle. Was mir ebenfalls nicht so gut gefällt, diese Hängematte ist nicht für so große Menschen wie mich ausgerichtet. Ich bin ja knapp 1,94 groß. Wenn ich die Wanderschuhe anbehalte, wenn ich reinsteige in die Hängematte, kommen dann nochmal gut 2 bis 3 cm dazu. Das geht einigermaßen. Aber ich fühle mich nicht super wohl. Also es kann ein bisschen angenehmer sein. Da punktet zum Beispiel die Hängematte von Decathlon durchaus mehr, weil die aber auch größer ist. Dafür ist die von Decathlon aber auch deutlich schwerer. Ne, man macht Abstriche, wo man es haben möchte. Je nachdem, wenn man nur ein bestimmtes Budget hat. Natürlich, wenn ihr 200 Euro in die Hand nehmt, könnt ihr für euch die perfekte Hängematte raussuchen. Natürlich die guten von Amazonas habe ich euch auch unten verlinkt. Da könnt ihr einfach mal vergleichen, was euch da besser gefällt. Ein Low-Budget-Produkt oder ein richtig qualitativ hochwertiges Produkt. Ich für meinen Teil gehe am liebsten natürlich, wie bereits erwähnt, mit der Decathlon-Hängematte raus. Bin aber mit der hier durchaus zufrieden, weil ich sie auch benutzen kann, wenn ich mal die Mücken abhalten möchte. Und sie natürlich für meine Frau perfekt ist, von der Körpergröße etc. Das heißt, bis 1,80, 1,85 sollte man keine großen Probleme mit der hier haben, wenn man nur ein bisschen am See chillen will. Wenn man natürlich ein bisschen härter ist, kann man in der wahrscheinlich auch schlafen, wenn man so knapp 1,80 groß ist. Ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen. Es ist nicht die perfekte Hängematte dafür, meiner Meinung nach. Ansonsten konnte ich keine Abnutzungserscheinung erkennen. Das heißt, dass sie mich aushält, ist schon ordentlich, ne? Weil mit allen Klamotten, mit dann noch Messer etc., alles am Mann, komme ich schon auf meine über 130 Kilo. Das ist einfach so bei meiner Größe und meinem Hang zu gutem Essen. Ne, müsst ihr mal gucken. Ich würde aber, wie gesagt, da vielleicht dann 10 Euro mehr investieren, um eine größere Hängematte zu bekommen. Perfekt wäre natürlich die Decathlon-Hängematte dann noch zusätzlich mit einem Mückennetz. Kann man sich natürlich auch selber dran basteln. Bin ich aber nicht so für zu haben, mit Plastik zu basteln. Das ist nicht so mein Favorite. Ich schau mal, ob ich da vielleicht eine für euch finde und euch irgendwann mal vorstellen kann. Natürlich, wie gesagt, macht man dann im Preisbereich Abschnitte, weil entweder wird sie teurer oder sie wird schwerer. Eins von beiden wird sich dann leider nicht vermeiden lassen. Wunderbar. Mehr gibt es, glaube ich, zu Hängematten in diesem Format hier gerade nicht zu sagen. Eine günstige, schöne kleine Alternative für den See, für Camping, für Buschkrafttouren, für Menschen, die vielleicht nicht zu riesig sind oder zu schwer. Aber auch da gibt es Alternativen. Wie gesagt, schau dir sonst gerne mal mein Decathlon-Hängematten-Video an. Eins der ersten auf diesem Kanal. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, tschüss.